Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute berichten kann über den Beschluss des Kabinetts zur Unterzeichnung einer neuen Verwaltungsvereinbarung gemeinsam mit den ostdeutschen Bundesländern und Berlin zur Aufstockung des Hilfsfonds für Heimerziehung in der DDR. Ich freue mich deshalb, weil ich weiß, dass über alle Fraktionsgrenzen hinaus es ein gemeinsames wichtiges Anliegen war, vor einem Jahr, als wir festgestellt haben, dass der bestehende Hilfsfonds nicht mehr ausreicht, allen Betroffenen zu helfen, diesen Fonds aufzustocken, aber die Leistungen, die es bisher gab, auch weiter zu sichern. Wie Sie wissen, haben wir in 2011 gemeinsam mit den ostdeutschen Bundesländern und Berlin einen Hilfsfonds eingerichtet für Männer und Frauen, die als Kinder in DDR-Heimen untergebracht waren und dort Gewalt, Repressalien, Übergriffe erlebt haben, unter denen sie heute noch leiden. Ich will vorwegschicken, dass es beide Seiten gab. Es gab die einen, ich persönlich kenne einen sehr erfolgreichen Unternehmer, der ein hohes soziales Engagement an den Tag legt, der in ein DDR-Heim kam, weil, um es mit seinen Worten zu sagen, er es zu Hause nicht überlebt hätte, also aus guten Gründen in ein Heim kam, damit er nicht weiter dem Elternhaus mit Kindeswohlgefährdung ausgesetzt ist und in diesem Heim Gutes erlebt hat. Er sagt, das war für mich, die Beziehung zu den Erzieherinnen dort war für mich wichtig, einen guten Weg zu gehen. Aber es gab eben auch die andere Seite, so wie auch in westdeutschen Heimen. Es gab es natürlich auch in der DDR. Leider, dass Kinder und Jugendliche Repressalien erlebt haben, insbesondere in den Spezialheimen und Jugendwerkhöfen unter massiver Gewalt, entwürdigender Behandlung und unmenschlichen Strafen gelitten haben. Und diese Folgen spüren Sie noch bis heute. Ich gehöre einer jüngeren Generation an, die das Glück hat, sozusagen die gut aufgewachsen zu sein und die Freiheit des wiedervereinigten Deutschlands erleben zu dürfen. Und deshalb ist es für mich eine besondere Verpflichtung, denjenigen, die anderes erlebt haben, zu helfen. Nächste Frage stellt der Kollege Philipp Lengsfeld. Mir geht es nochmal um die politische Bewertung und Einordnung. Das knüpft eigentlich unmittelbar an unsere Diskussion jetzt. Mir ist das in Ihrem Eingangsstatement nicht ganz so glasklar geworden. Und da die verantwortliche SED-Politikerin Frau Margot Honecker noch lebt, will ich es jetzt einfach fürs Protokoll nochmal festhalten. Wir reden nicht darüber, dass es Heime gab in der DDR, wo regulär Kinder betreut wurden. Wir reden auch nicht nur von persönlichen Verfehlungen, die es auch im Westen gegeben hat, das hatten Sie anklingen lassen, sondern wir reden von einem System systematischer Unterdrückung und Repression gegen unliebsame Jugendliche oder gegen Kinder aus politisch unliebsamen Familien. Deshalb nochmal die ganz klare Frage, würden Sie mir zustimmen, dass sich der Unrechtscharakter der DDR-Diktatur in dem System der Speziallager und Jugendwerkhöfe besonders drastisch und dramatisch manifestiert hat, weshalb wir uns auch besonders Mühe geben um diese Opfergruppe. Danke. Ja, vielen Dank. Ich bitte um Verständnis, dass das Prozedere mit Rot und Grün, was mir da immer angezeigt wird von der Ampel, nur zulässt, dass ich ein eingeschränktes Eingangsstatement geben kann und sozusagen auch nur eine Minute Zeit habe für Ihre Frage. Aber es ist eine ganz wichtige Frage und die ist schon beantwortet durch die Bundesregierung und auch durch die Landesregierung der ostdeutschen Länder inklusive Berlin. Wir haben damals 2011, ich kann mich daran gut erinnern, weil ich damals die zuständige Landesministerin war, ganz klar einen gemeinsamen Beschluss gefasst. Wir haben ja auch das aufarbeiten lassen mit einem Bericht. Und dann gab es einen Beschluss der Ministerpräsidenten und auch in den einzelnen Ländern, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, haben wir ganz klar über den Landtag auch den Beschluss gefasst, dass dieses Unrecht, was hier den Kindern angetan worden ist, auch systematisch, dass das anerkannt wird, dass das so war und dass es deshalb auch diese Leistung gibt. Und wir haben ja erfahren müssen, dass es in Westdeutschland in Heimen entsprechende Probleme gab und in DDR-Heimen. Und natürlich ist es so, dass ein System wie die DDR solches Unrecht noch verschärft. Die Kollegin Daniela Kolber hat das Wort. Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin. Ich möchte Ihnen ganz herzlich gratulieren zu dem heutigen Beschluss, weil das ist ja wirklich ein Meilenstein und auch ein großer Kraftakt, der hier geleistet wird.
und der den Betroffenen zugutekommen wird. Alle, die den Antrag gestellt haben, bis zum Stichtag werden die Entschädigung und vor allen Dingen die Beratung bekommen. Ich kenne das auch aus den Beratungsstellen selbst. Die Betroffenen erzählen das eigentlich meistens das erste Mal, dass sie sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen, mit den negativen Erfahrungen, mit den schlimmen Erfahrungen, aber natürlich auch mit den, es sind ja auch Kindheitserfahrungen, also mit dieser gesamten Ambivalenz und was das mit ihnen und ihrer Biografie gemacht hat. Und manche haben dann ja auch die Möglichkeit, danach noch nachhaltig Kontakte zu pflegen zu anderen Betroffenen. Was ich weiß aus dem Gespräch mit den Beraterinnen ist, dass ganz viele Details dadurch durch die Gespräche auch zutage kommen, auch Interessantes über die Zeitgeschichte der DDR und was in bestimmten Heimen passiert ist. Meine Frage ist, ist daran gedacht, das in irgendeiner Weise zu dokumentieren oder würden Sie das als Anregung mitnehmen? Weil ich glaube, dass hier auch ganz viel Wissen sozusagen in diesen Beratungsstellen transportiert wird. Vielen Dank, Frau Kolbe. Wir haben ja zusammen auch die eine Beratungsstelle besucht, wo wir genau das erfahren haben, dass es den Leuten selbst oft darum geht, ihre persönlichen Erfahrungen aufzuarbeiten, wo wir aber gleichzeitig natürlich damit Erkenntnisse sammeln, wie war das System und dass das Unrecht, was es im DDR-Staat gab, sich insbesondere dann natürlich nochmal in geschlossenen Heimen verstärkt gezeigt hat, weil es da noch geschlossener war als außerhalb dieser Heime. Das ist eine logische Konsequenz. Die ist nicht gut, aber ich will nur sagen, deswegen ist das für mich gar keine Frage, dass sich natürlich da das Unrecht der DDR nochmal ganz massiv wiedergespiegelt hat und dass es auch ein Beitrag ist der Aufarbeitung der DDR-Geschichte. Und wir haben ja deswegen auch in dem Lenkungsausschuss jemand dabei, der diese Geschichte aufarbeitet. Und ich würde gerne nochmal nachfragen, ich gehe jetzt fest davon aus, dass dazu auch ein Bericht geplant ist oder ein Dokument. Das würde ich gerne nochmal nachfragen wollen, ob das so ist und wann es ist. Nach meiner Erinnerung ist es so. Und vielleicht im Fachausschuss dann nochmal nachreichen, wenn Sie einverstanden sind.